mehr Entwicklung Richtung Zentrum. Da wird also eine Verdichtung stattfinden. Und dort übernimmt das Areal eine wichtige Funktion, indem man das ganze Quartier urbaner machen kann. Urbaner im Sinn, dass es dort verschiedene Funktionen, die dort können sich entwickeln und stattfinden können. Das heisst, es wird gewohnt, es wird geschafft, man kann sich erholen. Also die verschiedenen Aktivitäten, die eine Stadt so lebendig machen, kommen hier auf engstem Raum zusammen. Und es zeigt sich, dass es immer wichtiger wird, wenn man auch gute Leute an sich ziehen will, dass auch die Arbeitsumgebung einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Und diese Räume, wenn die einen ästhetischen Wert haben, dann spricht das auch die Leute an, unbewusst oder bewusster an. Aber das spüren die, dass hier eine positive Ausstrahlung ist. Und der Bauherr tut gut daran, eben sich auch um das zu kümmern. Und das schreibt sich die Helvetia also ganz klar auf die Fahne.